Also fangen wir einfach mal direkt an, ja, kurz und knapp. Viele Menschen sind nur steigende Aktienkurse gewohnt, ja, und wenn es mal richtig kracht, dann müssen sich sehr viele Menschen einfach warm anziehen. Warum sage ich das? Viele Menschen wird es vielleicht auch ein bisschen angreifen, aber es ist tatsächlich so, in den letzten Jahren war es sehr, sehr leicht, an der Börse Geld zu verdienen, und vor allem, wenn du jetzt im März, April, Mai 2020 eingestiegen bist, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, du hast wahrscheinlich einer der besten Einstiegszeitpunkte gefunden in den letzten 1 bis 2 Jahren, und es war relativ einfach, weil egal was du gekauft hast am Aktienmarkt, es ist irgendwo hochgegangen. Und wenn du dich nicht komplett vertan hast, ja, dann hast du steigende Kurse im Aktienportfolio. Und was dann natürlich im Kopf passiert, das ist ja auch sehr, sehr oft, wenn Menschen das erste Mal ins Casino gehen, auch wenn man das nicht vergleichen kann, aber einfach mal, um das Ganze zu verbildlichen, und sie dann gewinnen, ja, dann gehen sie davon aus, dass es immer wieder passieren wird und glauben sozusagen, dass sie es automatisch in der Hand haben. Und ähnlich kann man das auch so am Aktienmarkt sehen, dass eben viele Leute jetzt einfach denken, das, was die getan haben, hat zu steigenden Kursen geführt, heißt, das, was sie tun, passt. Das will ich damit sagen, und es kann aber sein, dass du nur Rendite gemacht hast, weil der Gesamtmarkt sehr, sehr stark angestiegen ist und ja, du in schlechten Phasen vielleicht ohne Strategie, ohne Aktienanalyse da stehst. Deswegen mache ich auch dieses Video ergänzend dazu, und hier habe ich nämlich mal eine Checkliste, ja, vorbereitet, beziehungsweise einen Leitfaden, wie du sozusagen das Ganze für dich meistern kannst. Sozusagen dir diese Punkte mal durch den Kopf gehen lassen musst, weil in einer Krise werden diese 4 Punkte extrem wichtig sein. Und nicht nur in der Krise, sondern auch generell. Und diejenigen, die in der Krise schlecht dastehen, das sind die Menschen, die nicht darauf vorbereitet sind, das sind die Menschen, die diese Punkte hier teilweise außer Acht lassen. Also Punkt Nummer 1 ist eben das Mindset. Warum steht das hier als allererstes? Weil damit steht und fällt am Ende des Tages alles. Ich habe mittlerweile über 140 Menschen, ja, zum Aktienmarkt gebracht und auch am Aktienmarkt geholfen, ihre Fähigkeit zu verbessern. Ja, ein Großteil von meinen Kunden sind eben Menschen, ja, die teilweise am Aktienmarkt schon aktiv sind, 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, ja, meistens zwischen 2 bis 3, haben schon sehr viele Aktien gekauft, aber haben zum Beispiel hier verschiedene Punkte nicht beachtet. Vor allem ist das Mindset bei vielen Menschen teilweise so ein bisschen, ja, nicht wirklich gefestigt. Ne? Es ist so, manchmal fühlt sich das komisch an, wenn Aktien fallen, oder man wird teilweise doch gierig, obwohl man eigentlich ja, relativ langfristig am Aktienmarkt investieren möchte. Ja, und du kannst dich hier mal kontrollieren, wie reagierst du, ja, wenn deine Aktien im Portfolio fallen, ja, und stell dir jetzt einfach mal die Frage, was würdest du machen und wie würdest du denken, wenn dein Portfolio sich halbiert? Ja, also nimm mal die Summe, die du jetzt hast in deinem Portfolio, und mach das mal geteilt durch 2 und achte einfach mal drauf, wie fühlst du dich, und sei da auch ganz ehrlich zu dir. Ja, das machst du wirklich für dich. So, und dann Punkt Nummer 2, das Thema generell die Investment. Also wie gut kennst du deine Unternehmen? Stell dir mal die Frage, wie lange hast du bis zum Aktienkauf, weil der Aktienkauf an sich ist ja auch keine Kunst. Ja? Dafür gebe ich auch keine Coachings, um zu erklären, wie du Aktien kaufst. Ne? Also du lädst dir eine App runter, drückst auf Kaufen, ja, machst vorher eine Verifizierung. Wow, das ist nicht schwierig. Ja? Der Part, der schwierig ist oder der auch aufwendig ist, den viele Leute überspringen, ist eben ja, die richtige Aktienanalyse, dass du eben deine Investments auch kennst, weil desto höher die Aktienkurse steigen, desto höher dein Depot steigt, desto eher, desto wichtiger wird es, dass du dein Investment kennst, weil du wirst dich unwohl damit fühlen, wenn du deine, ja, deine Investments nicht wirklich durchleuchtet hast und gar nicht weißt, okay, wie sieht es finanziell bei den Unternehmen aus, wie verhalten die sich in der nächsten Krise, können sie das überhaupt überleben? Ja? Hast du da wirklich gute und fundierte Unternehmen rausgesucht oder hast du einfach auf irgendwelche Tipps gehört? Ja? Das kannst du bei dir kontrollieren. Und dann zum Thema Strategie ist es halt eben so, dass viele Leute anfangen, Aktien zu kaufen und diesen fundamentalen Part der Strategie komplett vergessen. Das heißt, sie fragen sich nicht, worum es geht und welche Strategie, ja, sie zu ihren Zielen begleiten kann. Weil der Punkt ist, du investierst am Aktienmarkt aus einem bestimmten Grund, und das sind meistens deine langfristigen Ziele. Und wenn du die nicht zu 100% kennst, dann ist es so, dass du deine Strategie gar nicht dementsprechend anpasst. Denn wenn du keine handfeste Strategie hast, ja, dann wirst du willkürlich Aktien kaufen, die vielleicht gar nicht in dein Portfolio passen, ja, und du wirst vielleicht plötzlich mit der Zeit merken, du hast einfach so wie so einen kompletten Gemüsegarten, ja, der kreuz und quer wächst, wo es ein bisschen Unkraut ist, wo teilweise Früchte reifen, wo teilweise Gemüse dann hochkommt, teilweise fruchtet es, teilweise verschimmeln da aber auch ein paar Parts, weil du einfach nicht aufpasst, und das überträgt sich auf dein ganzes Portfolio. Und das ist nicht Sinn der Sache. Du musst bei jedem Investment, ja, oder du musst insgesamt einfach den Kontext aufbauen in deinem Portfolio, dass du eben eine Strategie hast,
wo du eine gewisse Sicherheit hast, dass du dir auch eben die nächsten Jahre verfolgen möchtest. Das heißt, du brauchst klare Regeln und klare Punkte in der Strategie, die du für dich festgelegt hast. Und das ist auch sehr individuell und da gibt es auch keine pauschale Strategie, die man einfach kopieren kann. Ja, das bespreche ich zum Beispiel immer mit meinen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen wirklich 1:1 und da guckt man halt, okay, was passt da? So, dann der letzte Part, Prozesse. Ja, da musst du dich halt mal fragen, bist du in der Lage zu erkennen, wann genau ein guter Einstieg ist? Ja, nicht der perfekte Einstieg, ich spreche von einem guten Einstieg beim Thema Aktien und wann eben auch vielleicht mal der Zeitpunkt sein könnte, dass du eben dich auch mal verabschiedest von einem Unternehmen. Weil was ein großer Mythos ist, dass man einfach sagt, man kauft einfach ein Unternehmen, man macht Buy and Hold und schon funktioniert das Ganze. So ist es nämlich nicht. Na, wenn du ein Unternehmen einfach so kaufst und es nicht wirklich analysierst und einfach hältst, dann ist das Kaufen und Hoffen. Buy and Hope. Du solltest aber Buy, also kaufen, halten und aber auch checken und gucken, ob das Unternehmen noch haltenswert ist. Das ist die richtige Vorgehensweise und das bekommst du halt durch ganz klare Kaufprozesse, Kontrollprozesse und Verkaufsprozesse, ja, und das haben die meisten Leute halt nicht. Und deswegen kommt man manchmal dann so ins Wanken, wenn es gut läuft, dann sagt man sich, ja perfekt, ich habe die perfekten Aktien rausgesucht. Wenn es dann anfängt zu bröckeln, dann hinterfragt man das Ganze und merkt plötzlich, okay, das war doch nicht so fundiert, wie ich dachte an der Börse. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem und grundsätzlich habe ich hier nochmal verschiedene wichtige Fähigkeiten zusammengefasst, die du wirklich an der Börse brauchst. Das kann ich dir eben konkret mitgeben. Du brauchst einmal Geduld. Also Geduld ist eine Fähigkeit, die du auch erlernen kannst. Ja? Wenn du jetzt sagst, ah, ich bin eher der ungeduldige Mensch, dann kann Ungeduld sogar vielleicht gut sein. Ja? Wenn du zielstrebig bist, ungeduldig bist und versuchst, ja auch auf kurzfristiger Tagesbasis Gas zu geben, dann kann das gut sein. Aber an der Börse, ja, ist es wichtig, Geduld aufzubauen und durch verschiedene Sichtweisen, durch wirklich, dass du das langfristige Denken nicht nur weißt, dass man das langfristig denken muss, sondern dass du es wirklich lebst und mit all deinen, ja, mit all deiner Überzeugung wirklich verstanden hast, wie langfristiges Denken funktioniert und so passt du und so entsteht dann auch eben langfristig Geduld, ja, und Geduld wird dir das Ganze wirklich erleichtern. Dann Anpassungsfähigkeit. Ja. Es verändert sich die Welt so schnell wie nie zuvor. Ja. Branchen gehen, neue Branchen kommen, Chancen entstehen und bei manchen Unternehmen ist es vielleicht besser, auch mal die Reißleine zu ziehen. Und da musst du halt schauen, wie anpassungsfähig bist du, dein Denken, ja, weil das, was du vor 2 Jahren vielleicht noch uninteressant fandest, ist heute zukunftsrelevant. Nehmen wir das Beispiel Elektromobilität. Wie viele Menschen haben sich nicht dagegen gesträubt? Und heute noch sagen Leute, Elektromobilität, das ist nichts, das wird in Zukunft überhaupt nicht relevant sein. Wir sehen aber ganz klar an Zahlen, Daten, Fakten, dass dieses Thema, ja, immer relevanter wird und VW sich übrigens ja fast schon all-in auf Elektro fokussiert. Ja. Und vor allem dann Kontinuität, ne, dass du nicht mal einen Monat Gas gibst, ja, und dann so ein bisschen deine Ziele verschwimmen, ja, in dieser langfristigen Perspektive, sondern dass du kontinuierlich, radikal das Ganze für dich durchziehst. Das ist nämlich wichtig und das wird dich am Ende des Tages auch von all den anderen unterscheiden, die es eben nicht schaffen, die ihr Depot haben, aber es nicht kontinuierlich durchziehen. Ja. Und das ist es auch schon. Ja. Und was ich dir jetzt auf jeden Fall noch anbieten möchte, ja, du kannst dich fragen, wie wichtig sind dir deine Ziele, die du wirklich durch den Aktienmarkt erreichen möchtest, also was steckt dahinter? Und ja, du kannst gerne hier diese Chance jetzt nutzen, indem du mir entweder eine Nachricht schreibst oder dich einfach hier unter dem Video einträgst für ein kostenloses Erstgespräch. Was ist ein kostenloses Erstgespräch? Es ist nichts anderes, wo wir einfach mal gemeinsam schauen, wo stehst du, wo ist jetzt deine Situation und vielleicht gibt es da Überschneidungspunkte, wie ich dir da auch konkret weiterhelfen kann und das werde ich dir dann mitgeben, ja, völlig kostenlos, einfach eintragen und dann werden wir einfach mal gemeinsam schauen, wo du jetzt stehst, wo du hin möchtest und ja, nutze jetzt die Chance, dass die Nachfrage ist sehr, sehr hoch. Ihr seht ja schon, ich habe mir extra ein neues Office jetzt angemietet, hier werden auch demnächst Mitarbeiter kommen, aber melde dich jetzt noch, um die Chance zu nutzen, mit mir persönlich zu sprechen. Wir sehen uns, bis bald.